Willkommen, du sein Padawan der Filmmagie. Heute zeige ich dir, wie man Lichtschwert in DaVinci Resolve macht. Viel Spaß dabei! Als Prop, also als Lichtschwert, kannst du eigentlich alles Mögliche nehmen, was vielleicht sogar einen coolen Griff hat. Ich habe mir als mein Laserschwert hier mein Monopod genommen. Aber du kannst alles Mögliche nehmen für dein Lichtschwert. Zuallererst filmst du dich in einer Position, wie du deine Bewegungen machst. Okay, nachdem du dein Footage aufgenommen hast, wie du dein Lichtschwert schwingst, bringst du das Ganze in DaVinci Resolve. Nachdem du dein Zeug in DaVinci geschnitten hast, gehst du in den Clip rein, den du bearbeiten willst und gehst damit in Fusion. Hier kannst du dir mit Shift Spacebar eine Merge Node raussuchen, die den neuen Layer verbindet. Dann suchen wir uns ebenfalls einen Background, der die Farbe unseres Lichtschwerts geben wird. Hier können wir dann dem Background dann die Farbe geben, die wir haben wollen. Ich nehme hier mal ein lila-blau. So, anschließend suchen wir uns ein Polygon-Tool. Und dieses Polygon-Tool gibt dem Lichtschwert seine Form. Jetzt können wir mit dem Poly-Tool Selected zwei Punkte ziehen. Und zwar von dem Heft des Schwertes bis zur Spitze. Dann nehmen wir bei Solid den Haken raus und stellen die Border Width höher und geben dem Ganzen noch ein bisschen eine Soft Edge. Damit musst du ein bisschen spielen, bis du die Größe richtig hast. Anschließend markieren wir uns unsere Polyline und mit STRG C und STRG SHIFT V kreieren wir eine Instance. Diese Instance ist quasi eine genaue Kopie, die alles übernimmt, was wir auf der anderen Ebene machen, und das wird unser innerer Kern. Anschließend holen wir uns einen Background und verbinden diesen Background mit der Instance. Den Background wollen wir hier auf jeden Fall auf weiß stellen und mit einer Merge Node mit dem anderen Background verbinden. Und jetzt können wir in der neuen Instanz mit Rechtsklick die Border Width und die Soft Edge deinstanzen, also entkoppeln. Und jetzt können wir mit den Settings spielen, bis es einen schönen inneren hellen Glow gibt. Die Instance macht, dass wenn ich die Polyline 1 bewege, sich automatisch die zweite Polyline automatisch mitbewegt. Und das wird beim Animieren des Lichtschwerts total wichtig sein. Damit ich jetzt beim Animieren genau sehe, wo mein Schwert war, kann ich jetzt einfach in der Merge Node den Blend runterstellen und sehe jetzt quasi nur noch mein Schwert. Das kann ich nachher ganz einfach wieder auf 1 stellen, damit ich mein Schwert sehe. Aber jetzt möchte ich erstmal wieder in meine Polyline 1 klicken und oben mir dieses Tool raussuchen. Alternativ kann ich auch Shift M nutzen. Und jetzt muss ich diese Punkte einfach nur immer an die Spitze und an den Anfang des Schwertes setzen. Und dann gehe ich mit den Pfeiltasten ein paar Frames nach vorne und setze sie wieder an die richtige Stelle, wo mein Schwert anfängt und endet. Und das mache ich immer wieder, bis ich damit durch bin. Allerdings musst du dir das jetzt nicht geben. Ich spule das mal vorwärts. Ein großer Tipp hierbei ist, nicht Frame für Frame vorzugehen, sondern ganz einfach 4 oder 5 Frames am Stück vorzuspringen und dann kurz rückwärts zu schauen, ob irgendwo ein Punkt abweicht. Sei besonders dann genau, wenn du dich langsam bewegst. Ich weiß, das ist zwar nervig, aber hey, so haben es die Star Wars Movies in den 90ern gemacht. Wenn du an eine Stelle kommst, wo deine Hand oder dein Körper vor dem Lichtschwert ist, dann wird es Zeit, eine Maske zu ziehen. Dazu klickst du die Merge Node an und suchst dir ein neues Polygon Tool raus. Jetzt fährst du mit dem Polygon Tool einmal ringsum die Fläche, die dein Schwert verdecken soll. So, dann musst du noch bei dem Polygon Tool auf Invert stellen und jetzt ist die Fläche vor deinem Lichtschwert. Hey, jetzt müssen wir das bloß noch für die Zeit, wo du dich da bewegst, auch animieren. Genauso wie du das mit dem Lichtschwert gemacht hast, machst du es hier auch. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass wenn du am Ende fertig bist, einen Frame weitergehst und diese ganze Maske nach unten ziehst. Denke daran, dass du das auch für den Anfang machen musst. Noch was, wenn du nachts filmst oder im Dunkeln, dann solltest du dir überlegen, ob du dir nicht so ein Licht holst, was wirklich als Lichtschwert fungieren kann, weil Lichtreflexe auf deiner Haut, auf deinen Klamotten, die kriegst du halt wirklich nur mit einer Lichtquelle. Du kannst dir natürlich auch ein Lichtschwert auf
Amazon und so weiter bestellen, die auch Licht abgeben. Aber diese Lichtschwerter sind meistens nicht so lichtintensiv wie die eigentlichen Lichtschwerter aus den Star Wars Filmen. Zum guten Schluss fehlt noch eine Ein- oder Aus-Animation. Die machst du ganz einfach, indem du in deinem Laserschwert Polyline Tools die Position oder die Length animierst, indem du neben dem Regler die Raute-Taste drückst, ein paar Frames nach vorn gehst und den Regler in die andere Richtung schiebst. Fertig. So, ich hoffe, ich konnte dir helfen, den 4. Mai ein bisschen besser zu machen. May the 4th be with you.